Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Barbecue Tina. Heute wird es ganz wild bei mir. Und zwar habe ich Wildschweinbratwürstchen mit Preiselbeeren. Dazu machen wir richtig coole geschmorte rote Zwiebeln, die wir mit Preiselbeeren abschmecken und richtig schön dekorieren werden. Natürlich Salz, Pfeffer und ein paar rote Chiliflocken. Freut euch drauf! Derzeit, wo ich die Zwiebeln gleich schneiden werde, lege ich natürlich die Halbmondpfanne oder jede andere gusseiserne Pfanne schon mal richtig schön in die Hitze, damit sie schon schön Temperatur zieht und gleich die Zwiebeln perfekt zum Anrösten sind. Die Pfanne liegt ja schon auf. Ich schneide jetzt die roten Zwiebeln etwas gröber runter. Soll ja ein rustikales Gericht sein. Ich nehme rote Zwiebeln, weil ich die einfach feiner finde, gerade passend für mich, schöner zu den Preiselbeeren und zu dem Wild. Die haben ja eine bestimmte Süße und sind nicht so ganz bissig. Unsere Hauptzutat schmeiße ich jetzt mal auf die passive Seite. Ich mag die Würstchen auch sehr gern einfach passiv gegrillt. Die werden mindestens genauso braun. Wartet's ab. Für die Zwiebeln brauche ich ja gar nicht so viele Zutaten. Zwei Gewürze dazu, ein bisschen Öl zum Anbraten und die Preiselbeeren natürlich. Auf geht's. Ich habe ein schönes Butteröl für den Geschmack. Prima. Großartig brauchen wir nicht warten mit der Hitze, weil die Pfanne so heiß ist. Das vergleicht Zwiebeln hinterher schmeißen können. Hört ihr, ne? Es geht ganz schnell, wenn die gut vorgeheizt ist. Und jetzt nehmen wir den letzten Rest hier und rühren die kurz durch. Einmal umschwenken. Dann lassen wir die mal ein bisschen brutzeln. Der Grill hat 160 Grad. Und jetzt können wir, glaube ich, schon mal die Würstchen einmal drehen. Die sehen doch schon ganz gut aus. Hier, guckt mal. Genau so. Dann rühren wir noch einmal durch die Zwiebeln. Die werden auch richtig klasse. Mega. Dafür, ich würze die jetzt schon leicht mit Salz und Pfeffer. So ein bisschen. Die Chiliflocken geben wir ein bisschen später dazu. Und die Preiselbeeren auch ganz zum Schluss erst. Die wärmen wir dann nur noch mit auf. So. Die liegen jetzt so 10 Minuten indirekt drauf. Letzte Wendung. Die sind richtig gut geworden. Guckt mal, wie schön, was für eine schöne Bräune die haben. Dann können wir gleich weitermachen, dass wir die Zwiebeln mit den Chiliflocken ein bisschen würzen. Gut. Je nach Geschmack nochmal schön unterheben und jetzt auch schon die Preiselbeeren draufgeben. Riecht, oh, wenn ihr das riechen könntet, sensationell. Wir lassen es ein bisschen einköcheln und können dann die Zwiebeln schon runternehmen. Ich würde sagen, 2 Minuten maximal, wenn überhaupt. Jetzt hole ich schon mal die Zwiebeln runter. Einmal noch kurz durchrühren. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und dann können wir die schon mal hier abstellen. Wir immer öfter Besuch haben und dann finde ich das als Vorspeisenplatte total interessant, einfach mal so ein Wurstbrett hinzustellen, als jedem einfach eine Bratwurst in die Hand zu drücken. Da schneide ich die Bratwürstchen einfach, egal ob es wild ist oder normale, einfach ein Stückchen, drapiere es einfach. Das zeige ich euch jetzt auch gleich, wie ich das mache. Es kommt super gut an, jeder kann so viel essen, wie er mag.
Dann schneiden wir die beiden auch noch runter. Ist natürlich cool auch für eine Partyplatte oder für ein Riesenbrett. Guckt mal, wie saftig die ist. Alles schön klein geschnitten. Und jetzt richten wir einfach querbeet die Zwiebeln mit den Preiselbeeren an. Das sieht schon mal richtig aus. Also abgesehen davon, wie das riecht, ist schon der Knaller. Und es ist einfach schnell nachzumachen. Ich nehme ja immer noch ganz gern ein bisschen was Grünes fürs Auge. Und wer jetzt noch mag, eine Rutsche Sriracha. Zack, fertig. Richtig cooles Partybrett. Was sagt ihr?